Ich hätte sie gerne alle vorgelesen. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. So, jetzt sind wir endlich im richtigen Spiel drin und ja, komplett auf uns alleine gestellt. Und die Schrottpresse hat uns wohl nicht zermatscht, wie es ausschaut, sondern wir haben heldenhaft überlebt. Beziehungsweise wir wurden wahrscheinlich zusammengekratzt und geklont. Keine Ahnung. Was machen wir denn? Erstmal umschauen. Kissen haben wir hier, Koffer. Schau ich doch erstmal noch durchs Fernrohr. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Oh ja, da hast du recht. Die ganzen Gerichtssendungen, Kochsendungen, Detektivserien, eieiei. Läuft mittlerweile was Besseres? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Hab ich's mir doch gedacht. Das Programm wird nicht besser. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Genau, das, Nanu, oh. Da lag ja eine Socke drunter habe. Und keine Probleme mehr beim Einschlafen hatte. Käsesocken haben eine sehr betäubende Wirkung. Aber ich glaube, auf dem Müllberg, wenn man da haust, glaube ich, gibt es generell einen sehr guten, gesunden Umgebungsgeruch. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Oh ja. Machen wir mal auf. Ah, da ist ja meine Liste. Ah, ja. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja, Seitenschneider, den kann man ja immer mal brauchen. Gerade so als Bastelfreak, wie er hier zu sein scheint, der liebe Rufus. Ui, guck mal, alte Fluchtpläne. Meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ja, aber sie scheinen allesamt nicht funktioniert zu haben. Oh, was sehen meine entzündeten Äuglein? Ein Schweißgerät. Das könnte nützlich werden. Nehmen wir gleich mal mit. Pyro. Pyro mag Feuer. Öldose. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Nehmen wir doch mal mit und, können wir nicht irgendwie und... Nein, ach schade, geht nicht. Ach Mann. So, Inventar wieder auf. Truhe. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Oh, armer Rufus. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Ach je. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Das ist mir schon klar, aber da könnte was Wichtiges drin sein. So, jetzt sind wir herunten. Tonis Zimmertür. Hausapotheke. Das klingt die schon mal sehr gut. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Schrapnell getriebener Düsenantrieb. Und er hat wohl direkt hinter der Auslassöffnung gestanden, oder wie? Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ah, natürlich. Dass er sich nicht an ihren Drogen bedient. Klar, Tonis Zimmer. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Oh. In Tonis Zimmer. Was ist das?
Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Alter. Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Oh, ich glaube, sie fragt sich das Gleiche. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Das ist gut, das ist gut. Also, der liebe Knabe hier wohnt anscheinend doch bei seiner liebgewonnenen Ex. Die beiden haben sich wohl noch sehr, sehr gerne, sogar so gerne, dass seine ehemalige Flamme da ein kleines Fallbeil an der Tür installiert hat. Also ich muss schon wirklich sagen, das ist eine sehr zuvorkommende Geste. Toilettentür, okay. Postmenstruale Memo, alles klar. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Alles klar, mit postmenstrualer Memo, mach bitte das... Nein, der Gedanke ist, da spreche ich lieber nicht genau aus. So, liebe Zuschauer, jetzt an dieser Stelle dürft ihr euch alle euren Teil dazu selber denken. Gemütlich. Sehr gemütlich. Juhu, Waschbecken, Kloschüssel, hier die Gebrauchsanweisung. Ah nein, oder? Das sieht fast nach einem von seinen Fluchtplänen aus. Interessant. Und ein Pömpel. Das könnte nützlich werden. Ein Klostopfer. So, Waschbecken. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Macht sie es einfach nicht, oder was? Boah, was für eine Plörre. Lecker. Also, das hat ja fast das Aussehen von einem kleinen Haferschleim zum Frühstück. Lecker, lecker, lecker. Zahnbürste? Alles klar, die sieht aus, als hätte er damit so hier und da ein bisschen auf und nieder sauber machen und so. Aber nachdem er nicht putzt, glaube ich mal, dass das lieber von seinen Zähnen kommt. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Geil, das ist geil. Hol einfach die Zahnbürste ab. Entschuldigung, Leute, wenn euch jetzt da gerade die Ohren weggeflogen sind. Das ist geil. Kuckuck. Ja, das ist genial. Bubu. Was haben wir hier? Waschmittel. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt. Ja, vielleicht waren und sie dann sauber. Ist abgebrannt. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht sind sie dann einfach mal sauber verfärbt worden. Aber wenn dann der Schuppen abgebrannt ist, vielleicht mit seinem Schrapnelldüsenantrieb, dass er das als Treibstoff verwendet hat. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Nö, eigentlich nicht. Damit kann man schöne Sachen durchschneiden. Ich glaube, du verwendest lieber den Schweiß- oder Schneidbrenner, aber... Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu... Ja, das ist... Dabei warte... Ich schon seit Wochen. Okay, ja. Jetzt geh daher. Und jetzt fang bitte die Zahnbürste wieder ein. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Bau dir doch ein Lasso. Sie verspottet mich. Na, warte. Ist das köstlich. Oh je. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ja, mir scheint, Toni ist eine Person, die lieber geschriftet als nur persönlich gesprochen kommuniziert. Und ja,
zickige Memo, mistige Memo, nervige Memo. Nehmen wir mal die nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Genau, weil wenn man hier zum Beispiel ein paar Wasabi-Nüsse knabbert, lecker, dann braucht man doch nicht extra irgendwo in den Keller oder sonst wo hinzugehen und sich eine Packung zu holen, sondern kann sie einfach hinsetzen, da ein bisschen umeinander krabbeln, in den Couch ritzen und dann... Und falls man dann den gewissen Kick sucht, kann man dann entweder an den heißen Ofen hinlangen oder nebendran an den Kaktus. Das weckt dann auch sehr gut, wenn man mal eingeschlafen ist. So, vollgekrümeltes Sofa, Herdplatte. Kalt. Oh, schade. Ofen. Was pfeift denn hier? Ach, die Zahnbürste ist es. Mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Oh, ja, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Vielleicht werden die Mikroorganismen da noch etwas intelligenter als bei der Zahnbürste und das Zeug wäscht sich irgendwann mal selbst ab. Zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Och, keine Ahnung. Ja, wenn sie Essen da reintut, dann ist es doch zum Essen da, oder? Also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was die Toni hat. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Schau mir doch mal nach. Oh, gelbe Socke. Käse muss man ja kühl halten, ne? Wie ist die da bloß hingekommen? Vielleicht einfach ein bisschen liegen lassen. Käse gewinnt ja durch Lagerung. So, jetzt haben wir... Spüle, Topf, Gabel. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Genau. Lassen wir es doch der lieben Toni machen. Die freut sich bestimmt. So, nehmen wir einfach mal mit. So, was haben wir hier? Topf, Spüler, können wir die mitnehmen? Ah ja, das können wir. Mantel. Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. So, können wir mal Taschen. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Oh, okay. Der ist ja fast so schlimm wie ich, wo er seine Socken aufbewahrt. Also grüne Socke, blaue Socke, gelbe Socke. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Achso, nein, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Komisch, dass sie gar nichts zu meiner Wäsche sagt. Entweder habe ich einen Zettel übersehen oder die Gute wird nachlässig. Oder so. Das meint die, man kann da sehr viel alles mit Alben kombinieren. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ja, aber vielleicht kannst du dann zwei Socken ins Öl tunken und dann schwarz färben. Das wäre doch eine super Sache. Ein Haufen. Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Doch, hast du gerade. So, kann man die hier mit dem Seiten... Ich könnte die Zettel einfach kaputt machen. Aber irgendwie genau. Ist mir das nicht spektakulär genug. Ach Mann. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Wie freundlich. Also, ich merke schon, Rufus ist ein sehr netter Zeitgenosse. Also, das hat wirklich was. Die Zettel verbrennen? Oh. Keine schlechte Idee. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Feuerstelle und auf geht's. Alles klar. Jo, tun wir sie doch einfach mal in den Ofen. Geht. Ah, das geht. Und rein damit.